Pep Guardiola hatte es schon vorher geahnt. Diese Champions League-Partie gegen Schachtar Donetsk würde eine merkwürdige werden. Allein der Austragungsort war ungewöhnlich. Am Ende musste der sieggewohnte Trainer des FC Bayern ein 0:0 akzeptieren. Wir haben eine gute erste Halbzeit. Wir haben 3-4 klare Chancen kreiert. So Schachtar Donetsk in 90 Minuten. Hatte nicht keine Torchance. Wir haben sehr gut kontrolliert, Tyson, Alexander Teixeira, Douglas Costa. Und das war der Halbzeit mit seinen Nerven in einem Spiel. So. Aber in diesem Moment auch, wir haben kontrolliert und wir haben probiert. So. Kontrolliert ja, aber eben kein Tor geschossen. Das Ergebnis ist trügerisch. Ist kein Wunschresultat, ist auch ein gefährliches Resultat. Und deshalb muss man beides beachten, dabei, wenn man nur über das Resultat spricht. Aber das interessiert mich heute dann am Ende nur bedingt. Ich denke, wir sind auf dem Weg, aber wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen und hin müssen. Und wir müssen uns weiter steigern. Das Champions League ist das Rückspiel, da geht es um alles, um Kleinigkeiten, die entscheiden. Und gerade wenn sie dann bei uns ein Tor machen, ich glaube, dann wird es gefährlich. Aber wir müssen jetzt einfach die positiven Dinge sehen, dass wir wenig zugelassen haben, dass wir noch ein zweites Spiel haben, das zu Hause stattfindet. Und ich bin guter Dinge, dass wir das meistern werden. Kritik gab es für die Leistung des Schiedsrichters, der Xabi Alonso mit Gelb-Rot vom Platz geschickt hatte. Zweite Halbzeit, wir konnten nicht kommentieren, weil der Schiedsrichter hat entschieden, das Spiel sei gegen 11. Und das ist ein anderes Spiel, so ist komplett ein anderes. Guardiola wolle das Spiel nun analysieren. Bayern muss sich steigern, sonst droht der Totalschaden. Das Aus im Achtelfinale.